Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich mir zusammen mit euch den Waterdrop Adventskalender angucken. Und wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, dann bleibt doch bitte dran. Ja, ich habe mir den Waterdrop Adventskalender geholt. Ich bin super gespannt. Ich schreibe euch hier mal den Preis vom Kalender hin, den ich allerdings nicht bezahlt habe, da... Dennoch schreibe ich euch mal den Originalpreis hin und ich gucke mal, ob es den Kalender noch zu bestellen gibt. Wenn ja, schreibe ich euch das unten in die Infobox, dann könnt ihr dann mal gucken, falls ihr ihn auch haben wollt. Ja, ich muss sagen, ich finde den Adventskalender super schön. Ich drehe ihn euch mal, weil er ist nämlich von allen Seiten, sind hier überall Türchen drin. So, also vom Design her gefällt er mir wirklich sehr gut. Schade ist halt nur, dass man ihn nicht nochmal verwenden kann, denn das hier sind ganz normale Adventskalendertürchen. Ja, und ihr kennt das Ganze ja schon. Ich gehe nicht in der Nummernreihenfolge, sondern einfach in der Reihenfolge, wie die hier drauf sind. Die einzige, die ich zum Schluss aufmachen werde, das ist die 24. Deswegen solltet ihr so ein Unboxing nicht mögen, dann müsst ihr das euch bei jemand anderen angucken. So, deswegen fangen wir jetzt auch mal an, denn ihr wisst ja, Waterdrop mag ich sehr gerne. Ich bestelle da auch immer wieder, da ich Wasser nicht so gerne trinke, also pures Wasser. So, dann öffnen wir jetzt erstmal das erste Kläppchen hier und hier haben wir auch ein kleines Set drin und zwar hier Fokus. Die mag ich super gerne. Ich kann gerade gucken, ob ich das rausbekomme, was nochmal der Geschmack ist. Steht da normalerweise drin. Genau, das ist mit Limette, Baobab, Acerola. Das ist zuckerfrei, Vitamin C, Thiamin und Pantothensäure. Okay, ja, auf jeden Fall, die mag ich gerne. Hier sind drei Stück drin, das heißt, da hat man drei Getränke, die man sich machen kann. Ich finde das gut, auch dass das so kleine sind. Die kann man immer mal gut mitnehmen. Deswegen, ja, ist schon mal ein guter Start. Dann gucken wir mal weiter, gehen wir einfach hier der Reihe nach durch. So, da hätten wir den nächsten. Oh, das ist cool. Und zwar ist das ein Tee. Das ist der Mikro-Tee Mellow Mint. Oh, den kenne ich auch noch nicht. Der ist mit Minze, Zitronenverbene, Apfel. Oh, sehr cool. Das ist auf jeden Fall ein Tee für mich. Da ich den nicht kenne, freue ich mich, dass der hier drin ist. Dann kann ich den gerne ausprobieren. So, dann lege ich den daneben. Also wir haben einmal einen Tee und einmal die normalen Waterdrops. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ja, die mag ich auch sehr gerne. Das sind nämlich die Waterdrop Youth. Und die sind mit Pfirsich, Ingwer, Ginseng, Löwenzahn. Also das hört sich komisch an, schmeckt aber wirklich gut. Ist auch wieder zuckerfrei. Vitamin C, Niacin und Biotin. Ja, schmeckt voll gut und sieht auch schön aus. Das gibt ja dann natürlich auch eine Farbe. So, dann gucken wir mal hier weiter. Ja, die nächsten. Die mag ich auch so gerne. Das ist nämlich Zen. Und zwar Sternfrucht, Zitronengras, weißer Tee, ist dann wieder zuckerfrei, Vitamin C, Folsäure und Biotin. Da sind natürlich auch wieder drei Stück drin, super cool. Machen wir weiter. Ja, die mag ich auch. Ich glaube, es gibt gar keine, die ich gar nicht mag. Und das ist Relax und das ist Hibiskus. Aronia und Acerola Geschmack. Zuckerfrei, Vitamin C, Thiamin und Biotin. So, ich mache hier schöne Stapel. Noch eins weiter runter. Da haben wir wieder ein Mikro-Tee und den kenne ich, weil den habe ich schon mal getrunken. Das ist nämlich White Blossom. Es ist weißer Tee, Heidelbeere und Lindenblüte und da muss ich sagen, das schmeckt wirklich gut. Mag ich sehr gerne. So, gehen wir hier mal weiter runter. Was ist das? Ein Kartönchen. Ist das so eine Box, wo man die reinpacken kann? Ja. Und das ist auch noch eine richtig schöne Box. Finde ich richtig hübsch. Das ist so eine Metallbox. Da kann man die Drops reintun. So cool. Handtasche werfen, fertig. Ja. Sehr schön. Und vor allen Dingen auch praktisch.
So, dann weiter hier runter. Hier kommt ein etwas größeres Türchen. Ich muss mal gerade gucken, wie geht das hier auf? Ah, okay. Könnte ein Glas sein. Schwer rauszubekommen. Super gut verpackt auf jeden Fall. Oh ja, das ist hübsch. So ein Milchglas. Sehr, sehr cool. Ich habe schon die normalen Gläser davon, da trinke ich sehr gerne draußen. Das hier ist richtig hübsch. Ist fast schon zu schade. Ja, sehr cool. So, weiter geht's. Machen wir hier mal, oder wenn noch eins gewesen ist, machen wir gleich ein schmales. Ist das Untersetzer oder was soll das sein? Also ein bisschen schwer rauszumachen sind die hier teilweise, weil das nicht genau passt. Ja, tatsächlich. Ja, sehr cool. Zwei Untersetzer und die sind aus Kork. Sehr, sehr schön, die gefallen mir. Die werden hier unten bei mir bleiben. Ich gehe mal wieder zurück, damit ich hier weiter stapeln kann. Auf jeden Fall ein kleiner Umschlag. Huch, was sind das? Ach, zum Aufbügeln. Das sind diese Blütenmuster von den Verpackungen. Das ist ja witzig. Ja, sieht wirklich aus wie etwas zum Aufbügeln für kaputte Hosen oder so. Muss ich mal raussuchen, was das sein soll. So, jetzt haben wir hier wieder ein großes. Jetzt haben wir das nächste Kartönchen. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Oh, eine Duftkerze. Oder auf jeden Fall eine Kerze. Eine Duftkerze. Ja. Auch wieder mit diesem Marmor. Aber wonach das? Keine Ahnung. Also ich würde schätzen, es ist eine Duftkerze. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Riecht auf jeden Fall nach irgendwas. Ich kann nur nicht sagen, nach was. Ja, da steht auch drin, dass da Parfum, also ein Duft dran ist. Aber welcher das ist, weiß ich nicht. Aber super cool. Ihr wisst ja, Duftkerzen liebe ich. Daher ist das für mich auf jeden Fall auch etwas sehr, sehr Schönes. Passend zu den Untersetzern. Sehr, sehr cool. So, dann haben wir die Seite bis auf die 24 durch. Dann drehen wir mal. Hier auf diesen Seiten ist nichts. Und wir drehen ihn jetzt hier um. Fangen wir wieder hier außen an. So, oh, den mag ich gern. Das ist Vibe, eine Limited Edition. Da sind ich mit Physalis, Rosmarin, Pfefferminze, zuckerfrei, Vitamin C, Vitamin B6 und Vitamin E. So cool, also darüber freue ich mich sehr. Ach, darüber auch. Die hier mag ich super, super gerne. Das ist Nero, war mal eine Limited Edition, ist jetzt aber im Standardsortiment. Hier sind aber 80 Milligramm natürliches Koffein drin, deswegen also nichts für Kinder. Brombeere, Kolanuss, Guarana. Natürliches Koffein, zuckerfrei, Aktivkohle, Vitamin C, B6, B12, wieder 3 Stück. Und das Coole ist, das wird jetzt ein bisschen lila, das Wasser. Richtig cool, schmeckt echt super. So, die mag ich auch. Clean heißen die. Das ist mit Kräuter, Wacholderbeere, Brennnessel, zuckerfrei, Vitamin C, Niacin und Vitamin E. So cool, ich habe wieder jede Menge zu trinken für mich. Dann kommt jetzt ein Mikrotee. Und das wäre Fruit Fusion. Ist Hagebutte, Heidelbeere und Hibiskus. Ja, warum nicht? Probiere ich gerne aus. Dann weiter. Naja, in der kalten Jahreszeit brauchen wir ein bisschen Tee. Oh, das weiß ich nicht, ob das was für mich ist. Und zwar ist das hier Mikrotee Oriental Spice. Der schmeckt nach Ingwer, Kurkuma und Chili. Also den werde ich wahrscheinlich weiter wandern lassen, weil ich sowas nicht mag. Dennoch, ja, ganz cool, dass der Adventskalender drin ist, da ich ja auch noch das eine oder andere Nikolaus- und Weihnachtsgeschenk brauche. Deswegen, ja, sehr schön. Ich muss
kenne ich gar nicht. Ich glaube, das ist eine neue Sorte. Habe ich letztens gesehen. Zwar Shiro. Das ist mit 60 Milligramm natürlichem Koffein. Kirschblüte, Malve, Ginseng. Zuckerfrei, Vitamin C, Pantothensäure und Niacin. Muss ich mal ausprobieren. Da kann ich mir jetzt auch gerade nicht vorstellen, wie das schmecken soll. Aussehen tut's gut. Probieren werde ich es auf jeden Fall gerne. So, dann weiter. Oh. Das ist auf jeden Fall auch ein nach meinem Geschmack. Und zwar Boost. Yeah. Johannisbeere, Holunderblüte, Acai. Acai, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Zuckerfrei, Vitamin C, Vitamin B6 und Vitamin B12. Super lecker auf jeden Fall. So, ich habe schon einen schönen Stapel gebaut hier. So, dann gehen wir hier weiter. Sind die etwas größer und die sind immer ein bisschen blöd zu öffnen. Was ist das denn? Strohhalme, schätze ich mal. Ja, oh, so cool. Und die sind auch aus dem Milchglas, genauso wie das Glas. Und man hat hier auch ein Bürstchen dabei und diese Strohhalme sind, also muss man ein bisschen vorsichtig sein, für Kinder nicht so unbedingt geeignet, so Glas. Da kann man ja die Plastik nehmen. Also es gibt ja welche, die man wiederverwenden kann oder Metall. Aber die sind auf jeden Fall cool. Die sehen auch schön in so Cocktailgläsern aus. Ja, darüber freue ich mich sehr. So, dann machen wir den auf. Wieder ein kleines Döschen. Was kann denn hier drin sein? Ach Gott. Ein Schlüsselanhänger, wo man einen Waterdrop reinpacken kann. Wie witzig ist das bitte? Mit so einem Magnet. Da hat man immer einen Waterdrop dabei. Super cool. Also sowas finde ich ja echt witzig. Dann... Oh, was ist das denn? Handbuch, Tischdecke? Panikkotten. Was ist das? Ach ja, cool. Das würde ich als Tischdeckchen nehmen, weil das hat auch wieder dieses hübsche Marmormuster und fühlt sich echt gut an. Ja, super cool. Habe ich wieder ein bisschen Deko für mich hier unten. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt hier das letzte Türchen auf. Das ist auch wieder was Großes. Könnte nochmal ein Glas sein, damit man zwei hat. Ja, ist auch so. Somit hat man zwei Gläser. Richtig, richtig cool. Ich lege es mal hier auf die Couch. So, jetzt gucken wir mal nach, dass wir hier nichts übersehen haben. Ja, das wären die normalen 23 Türchen gewesen. Jetzt drehen wir es nochmal um, weil jetzt machen wir das letzte auf und ich bin echt gespannt, was in der Nummer 24 drin ist. Oh, eine Limited Edition und zwar ein großes Paket. Sehr cool, das ist Flair. Mal gucken, was das ist. Mit Himbeer, Holunder und Lindenblütenextrakt. Da sind jetzt 12 Stück drin. Bei den anderen waren 3, hier sind 12 drin. Richtig, richtig cool. Die sieht wirklich hübsch aus. Ohne Limited Edition. Oder was? Ja, genau, stand hier, genau. Limited Edition, ja. Ich finde diese Boxen von Waterdrop ziemlich gut, weil da kann man hier hinten, ist ja sowas zum Eindrücken, dann drückt man das ein und damit macht man die Packung auf. Dann hat man hier so ein schönes Schublädchen und dann kann man das einfach wieder zurückschieben und hat die wieder ordentlich verpackt, kann die aufeinander stapeln und auch schön unterbringen. Daher ja, super cool. Ja, alles in allem finde ich den Adventskalender sehr, sehr schön, sowohl vom Aussehen als auch vom Inhalt. Mir persönlich hat er wirklich gut gefallen. Und ich habe mir den ja jetzt nicht zum ersten Mal geholt, ich hatte den schon mal, den Adventskalender, da waren auch Gläser und sowas drin, mag ich aber sehr gerne. Ich löse auch öfter mal meine Punkte bei Waterdrop ein, also gegen so Prämien, da kann man auch Gläser, Flaschen oder sonstiges holen. Ich habe auch Flaschen von Waterdrop, ich benutze das wirklich sehr regelmäßig, weil ich sonst gar nicht so viel Wasser trinke, weil es mir einfach nicht schmeckt. Ich mag das damit lieber, das immer mal wieder bei den fehlenden Wörtern, ja.
Sehr schön. Also ich freue mich, dass ich den Adventskalender gekauft habe. Ich schreibe euch auch noch hier den Gesamtpreis hin, also das, was ich ausrechnen konnte, ob sich dieser Adventskalender lohnt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich ihn mir gekauft habe. Und ich habe gedacht, ja, wir teilen uns die Freude ein bisschen, denn ich habe für euch auch noch einen kleinen Adventskalender geholt. Hier sind halt Waterdrops drin, wie ihr seht an der Form. 24 Waterdrops. Also, den würde ich an euch verlosen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann hinterlasst mir lieben Kommentar mit dem Hashtag Waterdrop. Dann weiß ich, dass ihr mitmachen wollt. Und alle weiteren Bedingungen schreibe ich euch unten in die Infobox. Da könnt ihr das schön in Ruhe nachlesen. Und dann könnt ihr hier diesen kleinen niedlichen Adventskalender, der genauso hübsch aussieht wie der große, nur halt in klein. Ne, man hat halt nur eine Seite bedruckt, nicht wie beim großen beide. Könnt ihr dann gerne gewinnen. Und dann können wir uns das quasi teilen. Ihr habt Waterdrops, ich habe Waterdrops. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja jemanden von euch, der das dann auch neu für sich entdeckt. Man muss natürlich dabei sein, die Waterdrops an sich sind nicht wirklich günstig, aber es gibt immer mal wieder gute Angebote und so mache ich das auch immer. Ich gucke halt, wenn gute Angebote sind, dann bestelle ich was. Aber ich mag es halt lieber als dieses fertige Wasser mit Geschmack. Das schmeckt mir persönlich einfach nicht. Das schmeckt mir immer viel zu künstlich. Hier, das finde ich sehr, sehr lecker. Deswegen kaufe ich das ja auch. Ist ja auch alles selbst gekauft, nicht gesponsert oder so. Alles von mir selber bezahlt. Und hier stehe ich wirklich absolut dahinter. Und ich hoffe, dass ihr rege bei der Verlosung mitmacht. Und ja, bin gespannt, wer von euch den kleinen Adventskalender gewinnt. Ja, damit wären wir auch wieder am Ende von meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.